Los. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier auf der Gemeinde Ralle. Mit dabei heute den Boxer Jörgi, Marschierer Paul, Simon, Ron und den Uwe. Hallo. 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 Grüezi. Der Horfer muss zu Hage fahren. Zu Hage? Jupp. Ich fahre zu Hage. Den Weg kenne ich ja schon. Spricht irgendwas dagegen, dass wir eine Zeit mal kurz ein bisschen anschubsen bis so 5:15? Nö. Alles gut. Oder ist irgendwer... Nee, warte mal. Jörgi war beim Sehen, glaube ich, ne? Mhm. Ja. Nicht so geil. Oder haben wir noch eine zweite Sehmaschine? Da können wir da unterstützen. Bin schon dabei, aber mit 4 Meter kommst du nicht weit. Höre ich dann leichte Kritik? Na, Quatsch. Mhm. Du, wir können es doch nicht mehr leisten, ne? Oben rechts, das Konto sieht gut aus. Hast du, hast du Nasenbluten? Nee, du? Du hast irgendwie gesagt, das ist wie die Nase, als wenn du die Hand vor dem Mund hältst. Ja, wenn da was ist. Also, nee, alles gut. Ich glaube, Box ist eher bei unserem Kontostand schockiert. Ich möchte nochmal auf unser Ziel hinweisen. Ja! Die Woche ist noch nicht zu Ende. Hätte jemand ein bisschen Geld für uns? Okay. Solange die Silage also, nicht so ist, wie sie ist. Ne? Sag mal, kann ich haben wir vielleicht ein bisschen Milch? Ja, 1000 Liter, glaube ich, haben wir. Wow. Du hast ein bisschen Milch haben wollen. Hallo. Alter, Jörgi, dein Ernst. Wie schnell kannst du arbeiten? Warum? 10 km/h schneller. Sag mal, ist das hier Hage oder wo ist jetzt Hage? Boxer, bist du untermotorisiert? Ah, ich bin ja, du musst da rein. Ja. Jetzt rechts. Siehst du mich irgendwo, Simon? Ich fühle mich beobachtet. Ja, ich sicher sehe. Vielleicht kann man mit der Seemaschine nur 8 km/h. Was? Nee, 12. Sollte die eigentlich passen. Vielleicht muss die repariert werden. Du meinst, nee, Roland? Ist alles repariert, aber die braucht halt 230 PS. Ach, das ist natürlich. Mit dem tiefen Locker vorne dran. Das ist natürlich schwierig. Kraftstoff, also so viel Geld geht da raus. Wie viel haben wir denn schon von der Mission? Ach, schon 52%. Super. Sag mal, Ron, was ist los mit dir heute? Alles gut. Wenn du so drauf bist, ne? Wie kann dann die Holzaufnahme werden? Noch viel besser. Um euch gleich mal den Wind aus den Segeln zu nehmen, es regnet auf der Holzhammer. Noch immer? Das interessiert die zwei nicht. Okay. Das sagt er überhaupt nicht. La 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 la. So, wo komme ich denn jetzt hier wieder? Oh ja, hier komme ich raus. Ron. Ja. Die Folge ist noch jung, deswegen spreche ich jetzt einfach mal was an. Ach, scheiße. Der Randy hat mich angeredet. Ja, mich auch. Also, ich habe mit Randy geredet. Ja, du wolltest mir was sagen. Ja, ich weiß ja nicht. Wie schaut's denn aus mit deinem internationalen Kochen? Internationalen Kochen? Oh Gott. Mach mal. Wenn Randy und ich kochen würden, dann wäre es ja national. Mach mal Thai-Nudeln oder was? Ah, nee, komm, wir machen das nicht nach. Nee. Nee, wir kochen selber was. Allerdings gibt's da einen kleinen Haken. Ich weiß nicht, ob das der Randy dir auch gesagt hat. Mit verbundenen Augen? Nein. In welcher Küche? Der Randy in der Küche? Am besten irgendwo in der Ferienwohnung. Das stelle ich mir schwierig vor, Randys Küche. Also ich habe mit Randy beschlossen, ich hole ja Randy ab. Achso, okay. Und wir würden zu dir kommen. Ach, das ist weil, nett. Weil wir haben, ja, also aha. Wir haben ja durchgeplant, ne? Die Körpermassen an sich von uns plus die von dir. Also, in meiner Küche, no go. Du weißt selber, wer da, in meiner Küche geht's nicht. Das stimmt. Wird ein bisschen sehr eng und dann hört dieses Feuerwehr-Dings muss da oben überhaupt nicht mehr auf. Okay. Randy hat gesagt, er hat noch eine Waschmaschine drin in der Küche. Dann haben wir gedacht, okay, kommt ein bisschen auch blöd an. Aber dann haben wir gesagt, wie wär's denn bei dir, wenn du damit einverstanden wärst? Dürft ihr überhaupt nach Österreich? Ja, warum denn nicht? Aktuell ja. Ja, ein Jahr, aber schon wieder rauskommt. Können wir machen, aber ich kann dir noch kein Datum dafür geben. Das macht nichts. Das Datum haben wir noch nicht festgelegt. Wir haben erstmal gesagt, wir sprechen dich mal alle immer so einzeln an, aber schön, dass du mich jetzt angesprochen hast, weil ich es vergessen. Gut. Aber
ist schön, wenn du davon nicht abgeneigt bist. Das, nee, das, warum ist denn? Also, lieber Randy, du siehst, das haben wir sauber eingeführt. Das passt schon mal. Aber Feuermelder abbauen werden wir dann, ne? Meiner ist weit genug weg. Echt? Was habe ich denn jetzt zu tun? Wem kann ich denn helfen? Keine Ahnung. Ich schieb ja auch schon den Drescher, damit es schneller geht. Ich stehe auch nur dumm. Was? Achso, ja, dann stelle ich mich. Wo bist du denn, du Marschierer? Dann stelle ich mich zu dir. Ich wollte was tanken. Achso, oh, das bringt aber nichts. Werner. Ich wollte es probieren. Hey, habt ihr noch einen Sitz frei? Alter, ihr zwei sitzt da zu zweit im Drescher und macht nix. Ich weiß auch nicht, weil man da eingestiegen ist. Ich hab doch was gesagt. Kann ich deinen Schlepper reparieren und mal tanken? Mach was du willst. Er hätt's mal nötig. Ja, dann gib ihm, ne? Jo, mach ich, mach ihn wieder ganz. Werner, möchtest du ihn weiter? Ach, da kommt er wieder. Nee, das machst du gut. Oh, das war aber teuer. Was macht denn Simon da? Das war der scheiß Steier. Was? Hallo, was ist denn mit euch? Na, der Steier war es noch nicht. Also es gibt eine Option, wie der Steier verschwinden kann, aber die kennt ihr ja schon. Der war teuer. Was wolltest du nochmal? Was? Was wolltest du nochmal statt dem? Weiß ich nicht mehr. Wow. 1050er Fan, glaube ich. Wow. Ein Kleen. Hier ist ja halt nichts zu tun auf diesem Ding, ne? Furchtbar. Wie weit sind die anderen mit Anseln? Das dauert noch. Wie geht's den Tieren denn so? Gut, könnt ihr mal Saatgut bringen, bitte? Saatgut, ich bin unterwegs. Hallo, Simon. Hallo. Grüß dich. Magst du hier beim Händler? Nein, ich kann nicht wieder zurückfahren mit dem Drecksding. Ich? Beim Händler? Doch. Nee. Doch? Ich bin nicht beim Händler, ich bin unterwegs. Bei mir ist er auch im Händler. Boxer, das könnte ein bisschen dauern. Jetzt gib doch mal Gummi, Walter. Das kann doch nicht sein, ey. Willst du deinen Steuer wieder haben? Ich brauche den Fronter dazu. Ach so. Ja, wir haben doch die Schnecke. Was für eine Schnecke? Nee, warte. Die Überladeschnecke. Wie fährt die? So viel mal anstellt, aber du kannst ja hinten ankuppeln. Sollte die Überladeschnecke bringen? Nee, du kannst sie nicht ankuppeln. Das haben wir letztes Mal probiert. Doch, ich komm lieber zum Hof. Also ich hab die mal noch am Anhänger hinten dran hängen. Ich muss die in die Transportstellung bringen. Ich komm gleich, Boxe. Bisschen Geduld noch. Ich muss da mal kurz einsteigen. Och, Simon, weißt du. Oh Gott, wo hast du die hingestellt, Alter? Auf übers Frontgewicht auf den Zaun hoch. Was? Geht's noch? Hä? Da war ich nicht. Maschine, kannst du den waschen, wenn du Zeit hast? Was? Okay, dann nicht. Au! In Transportstellung ist es gerade. Ja, warte, jetzt holen wir den Anhänger. Da kuppeln wir hinten am Anhänger an, okay? Ja, probier's. Müsste halt nicht klappen. Also ich meine, das funktioniert eigentlich. Wenn man da richtig ranfährt an den Anhänger, läuft das sicher. Maschira, was hast du vor? Er hat einen Zug mal auf alle Fälle. Was wird denn das jetzt? Du stehst komplett verkehrt. Ah! So, wir fahren. Ich auch Gabeln. Mann. Oh. Kannst du ankuppeln? Nee, du glaubst, ich muss aussteigen. Geht nicht? Nee. Müsste aber eigentlich gehen. Ja, eigentlich schon. Sonst packst du da drauf. Ich fahr's schnell hin. Wo bist denn du, Boxer? Welches zumindest. Feld Nummer. Ja, der Tuner-Teil auch zumindest noch. 19 oben. Alter, es fährt 80! Oh. Oh nein, es ist umgefallen! Das wundert mich nicht bei eurem Fahrstuhl. Voll ist über mich drüber gefahren. Ich hab's nicht gesehen, warte. Oh, jetzt. Danke. Anhängen kann man das nicht? Nee, geht nicht. Vielleicht, theoretisch schon, aber. Vielleicht mit dem Traktor mit einer Ackerschiene. Weiß ich nicht. Oh, guck mal, ich hab Beleuchtung. Oh! Jörgi? Bist du gerade eingeschlossen? Ja. Oh, ist das, das Mikrofon auf den Kopf geknallt? Jörgi? Oh, mein Ellbogen. Lala-Knochen? Hä? Was habt ihr für Knochen? Der Musikantenknochen. Den habe ich nicht. Doch. Natürlich. Wenn du auf den Ellbogen anschlägst, dann kribbelt's so eklig.
Als und du hast das Gefühl, deine Hand verbrennt irgendwie. Verbrennt? Aber was hat die denn für Menschen? So, Feld 19 oben, ich bin da. Hey, wo bist du? Achso, nee, ich bin unten. Dick fährt gerade 70, Alter. Das ist schon gestört. Aber Lenk geht gar nicht mehr. Ron, jetzt ist dunkel. Jetzt ist dunkel, ja, jetzt ist richtig dunkel. Aber richtig, richtig dunkel. Aber der Himmel ist rot. Oh ja, also ich kann aber, ob der rot ist, aber er ist heller. Ich sehe nichts, ich habe kein Licht dabei. Hä, hey, das ist Jörni, warte mal. Was mach ich hier? Ich bin hier oben. Wo bist du? Ach, ganz oben. Stopp, ich will nicht übers Feld fahren. Simon, bitte nicht wegfahren, ich brauche das Teil. Da ist Hart. Ach, hinten ist ich nicht. Simon, ja, wieso fährst du denn in dem Moment weg? Ich bin bei 96%. Nee, weil unten Haarfahrer schon. Ich habe nur 100% geguckt und das ist aber der. Das war doch angekuppelt. Das ist der Unimog selber. Der war doch angekuppelt, Alter, oder? Paul. Nein, der Unimog selber hinten auf der Pritsche liegt noch Haarfahrer drauf. Fahr ich weiter. Ich weiß. Geht das so? Warte! Nicht! Schieb! Nicht schieben! Kannst du abladen? Ich hab einen Kornschieber. Mach mal anders dein Ding! Das ist an. Hä? Pack mal aus! Das macht keinen Unterschied. Nee, ich kann nicht abladen. Ah. Oh. Ja, ich kann links. Warte, ich fahr ein Stück vor. Ich kann hier abladen. Ja, dann mach. Ja, du hast den Kornschieber aktiviert. Ja, ich weiß. Wir müssen aufpassen, weil es liegt ein bisschen. Achso. Was für ein Ding? Danke, Simon. Bist du schon voll? Jo. Ja. Dafür bin ich jetzt hergefahren? Warte, wir können ja Jörgi auch gerade filmen, wenn wir da sind. Oh Jörgi. Gott, es ist dunkel. Jörgi, wo bist denn du? Ach, da ist Ron. Wer hat denn die Zeit auf 5 gestellt? Ich hab jetzt auf 5 gestellt. Wer hat denn die Zeit auf 5 gestellt? Ich hab die Zeit auf 5 gestellt. Aber warum? Da unten haben wir ist vorher gesprochen. Warte, ich komme. Jetzt sehe ich ein Licht. Ich komm dir leuchten. Jörgi, wieso fährst du ohne Licht rum? Versteckst du dich? Wenn ich jetzt Ron überfahre, sind wir los. Ich hab schon mal gefahren, hat nichts gebracht. Stopp! Halt! Ich bin nicht so schnell rückwärts. Au! Ja, na. So. Während der Fahrt. Das tut mir leid, die nächste Folge findet ohne mich statt. Jetzt halt auch mal an. Jörgi! Dong. Wo muss ich hinleuchten? Ja. Wie viel braucht denn der? Genug. 4000 oder nee, 3000 irgendwas. 3200. Okay. Da werde ich ja fast leer hier. Ui, warte, Jörg, bleib mal stehen. Au, oh, sehr schön, sehr schön. Jetzt hab ich das aussehen, der scheiß pinken Ding. Oh. Er ist doch gut. Ja, wunderbar, Jörg, du musst einsteigen, wir müssen wissen, wann du voll bist. Das hört dann schon auf. Du füllst jetzt mich auf, glaube ich. Hör auf. Ehrlich? Hör auf. Nee, geht schon, oder? Anhänger ist leer, super, ich bin weg, danke. Danke. Na, Ronny? Na, du, Werner? Nimmst du dir bitte den Hand? Oh Gott, ich habe ein Häufchen gemacht. Was hast du gemacht? Ich habe ein Häufchen gemacht. Ups. Ich fahr nicht zurück. Wo ist es denn jetzt? Ich fahr nicht zurück. Da ist es. Werner, du hast weiche Hände. Geh bitte weg mit deinen Händen von mir. Es sind doch deine Hand an mir. Werner, es sind weiche Hände. Ich muss hier fahren. Ja, ich lenke ja nicht ab. Guck doch einfach aufs Fenster. Ja, tu ich auch, aber das ist, fühlt sich so komisch an mit deiner Hand am Knie. Werner, hör doch jetzt bitte auf. Wir fahren hier links. Ja, okay, besser ist es. Lass uns schnell wegfahren. Paul? Ja? Das hast du einen Haufen da. Ich weiß es nicht. Werner hat nicht aufgehört. Ah ja. Hast du der Reflexe wie... Nee, wie das war wie eine Katze. Wie eine Katze. Ja. Guck mal, da vorne ist Simon. Oh Gott. Hallo. Da vorne ist Simon, Batsch. Simon hat aber auch ein richtig schlechtes Simon. Licht, ey. Simon sind wir auch in der nächsten Folge los. Langsam wird's dünner hier. Ach ja. Oh Gott. Na
guck, die Nachbarn haben das Licht noch an. Geh doch mal gucken, was da los ist. Geh auch rüber. Liebe Leute, wir sind erstmal fertig für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.